Nach mehr als 135 Tagen fußballerischer Abstinenz rollt der Ball wieder beim Regionalligisten BFC Dynamo. Im ersten Testspiel ist man zu Gast beim Brandenburger Landesligisten SV Grün-Weiß Ahrensfelde und dessen Trainer Sven Orbanke. Der coachte den BFC in der Saison 2003-2004, als sie sportlich am Boden lagen, von der Verbands in die Oberliga. Noch heute ist auf Dynamos Website von Danke Orbanke zu lesen. Der BFC in den weißen Trikots von links nach rechts. Nach 2 Minuten mit der ersten Chance über Tyson Richter. Gefährlicher Ball in die Mitte. Tim Reuter kann fürs Erste entschärfen. Dann ist es jedoch Alexander Siebeck mit dem 1:0 für die Gäste. Der BFC in der Liga auf Rang 6 ins Ziel gelaufen. Das Team von Christian Benbenek hat alle Ziele übertroffen. Hier führen sie früh mit 1:0. 20. Spielminute, der BFC vor 850 Zuschauern wieder auf dem Weg nach vorn und mit dem 0:2. Andro Boliki, der Torschütze, die hohe Ahrensfelder Abwehrreihe spielt auf Abseits. Das geht gehörig schief und dann Boliki im Laufduell mit Leandro Weber Rodriguez und mit kühlem Kopf vor dem Tor. Dynamo im gesamten frühen Spiel auf Temperatur, aber Ahrensfelde machte auch Angebote. Das ist Krasniqi, der wird im Strafraum zu Fall gebracht von Robin Mausfeld. Dementsprechend hat das einen Elfmeter zur Folgeentscheidung unstrittig. Ronny Gabuszewski in Saison 19-20, 4 von 4 verwandelt. Den hier aber nicht, der fliegt links am Kasten vorbei. Die Berliner davon allerdings weitestgehend unbeeindruckt. Sie fahren weiter einen Highspeed-Angriff nach dem nächsten über Krasniqi. Bisschen Glück beim Abspiel auf Andor Boliki. Und der macht das dritte Tor des Tages. Andor Boliki, der Deutsch-Ungar, kam 2019 von Union Fürstenwalde zum BFC Dynamo. In der vergangenen Saison hatte er 7-mal getroffen. Ahrensfelde selbst hatte schon einen Test, 1:1 gegen Blau-Weiß 90. Ein beachtliches Ergebnis für den Landesligisten. Hier sind sie heute konsequent überfordert, weil Dynamo sie einmal mehr komplett überrennt. Und wieder ist es Andor Boliki mit dem Tor, mit dem 4:0 in der 30. Spielminute. Die Gäste jedoch auch nicht fehlerlos an diesem warmen Sommerabend. Das ist Christian Tag mit dem Ballverlust gegen Kolaki und dann rollt der Ahrensfelder konterlos. Ball auf Fodai Dabue und der mit dem 1:4 korrigiert das Ergebnis auf 3 Tore Differenz mit der letzten Möglichkeit im ersten Durchgang. Wir starten rein in den zweiten Durchgang, ungeschnitten vom Anstoß weg. Warum? Darum. Dieser Fehler von Alexander Katz und dann ist es einmal mehr Andor Boliki. 5:1 für den BFC Dynamo. Er der Mann des Tages mit seinem 4. Treffer, aber natürlich eingeleitet durch diesen kapitalen Fehler. Und bei Christian Benbenek an der Außenlinie ist ein dezentes Lächeln zu erkennen. Das ursprüngliche Ziel Klassenerhalt hat er in der vergangenen Saison um ein Vielfaches übertroffen. 63. Minute, Ahrensfelde nochmal in der Offensive. Der Ball ist dann frei und dann gibt es den unglücklichen Kontakt von Tyson Richter gegen Dabue, der das clever macht, der den Ball erwischt. Dann gilt der Kontakt nur dem Mann und dementsprechend ist ein Elfmeter die Folge. Gebanntes Warten auf der Ahrensfelder Bank. Plenard Kolaki ist der Elfmeterschütze und auch der Torschütze. 2:5, nochmal ein kleiner ergebniskosmetischer Eingriff in der 63. Spielminute. Dieser Elfmeter allerdings auch gleichbedeutend mit der letzten zeigenswerten Chance
des Spiels. Der BFC Dynamo gewinnt das erste Testspiel mit 5:2, aber vor allen Dingen ist das ein Duell, das ganz unabhängig vom Ergebnis für einen Mann ganz besonders war. Ja, das ist natürlich immer ein Highlight für mich persönlich. Das war ein wunderschönes Jahr beim BFC mit einem riesengroßen Erfolg, den wir damals hatten, und sowas vergisst man nicht. Ja, wir haben im Vorfeld schon gedacht, dass wir aufgrund der höherklassigen Gegnerschaft in den Vorbereitungsspielen vieles mitnehmen wollen, Spaß haben, aber natürlich auch lernen wollen. Und gerade auch, wie gesagt, heute gegen den BFC nehmen wir eine ganze Menge mit. Wie das jedes Jahr in der Vorbereitung so ist, wenn man ins erste Testspiel geht, ist immer so ein Reinkommen für alle, ne? Gerade wenn du auch neue Spieler mit dabei hast. Erstmal in die Partie reinfinden, weil wir vorher nur laufen, nur Training. In der ersten Halbzeit haben wir uns gut bewegt, viele Tore geschossen, haben wir gut gemacht. Und je länger die Partie lief, desto mehr hast du gesehen, dass wir konditionell erst ganz am Anfang stehen und dass wir da noch eine Menge machen müssen bis zum Start. Ein gelungener Testspielauftakt für den BFC Dynamo. Alles fokussiert und orientiert sich ja auf den 8. August. Da steht das Pokalhalbfinale an gegen die VSG Altglienicke.